Að sjá dreggjana á ferli meðan vor. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-Human borders, and our last collection before returning to the capital. Capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. To the governor. Also sieht richtig schön aus, muss man sagen. Also ich mag die Zeichnung. Hoppe da, hoppe da, hoppe da. Keine Chance, ja. So, jetzt kommen wir durch so ein kleines Tutorial. Auch richtig schön so die Umgebung gezeichnet. Richtig geil gemacht. So, hier ist hier der Bürgermeister der Stadt, sage ich jetzt mal. Und die hier haben versucht, ihn zu stürzen. Und er kennt uns aber und wir helfen ihm halt. Weil wir natürlich, wir sind so Geldeintreiber, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es vom Handel kommt oder nicht. Hier sind schon ein paar Tote. Sind halt jetzt hier reingestürmt. So, oben sind so Männer, jetzt hat ein Kampf gegenüber, bla bla bla. So, hier ist klar, wer hier im Porträt als nächstes dran ist, geht's immer weiter, an der Reihe nach. Kann man halt natürlich Level aufsteigen und sich schnellere Initiative und so weiter geben. Ja, von links nach rechts, bla bla bla. Erst bewegen, dann Aktion. Ist auch so standardmäßig eigentlich. So, er ist jetzt aktiv. Die blauen Felder, so weit können wir laufen. Und hier können wir noch eine Aktion machen. Dann gibt es halt hier normale Menschen als Charaktere. Und dann halt diese Riesen. Die Riesen benutzen vier Felder, die Menschen nur eins. Namens Varl. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Wir nennen sie einfach mal Riesen. So, dann klicken wir mal hier hin. Wenn wir hier hin klicken würden, können wir nicht angreifen. Also machen wir hier hin. Zack. Um einen Feind anzuwählen, klicken wir auf das Feld, in dem steht. Bla bla bla. Das Blaue ist die Abwehr. Und das Rote ist sein Leben. Je mehr Abwehr er hat, umso... Wir können halt aussuchen, was wir, auf was wir schlagen. Wir können entweder auf seine Lebenspunkte schlagen, was in dem Fall reichen würde, der wäre tot. Und man muss jetzt halt beachten, wir würden ihm momentan jetzt 5 Schaden machen. Nur mal angenommen, er hätte jetzt 10 Leben und wir würden sein Schild kaputt machen. Dann würden wir beim nächsten Mal, wenn wir schlagen, keine Ahnung, 7 oder 8 Punkte wegziehen. Das heißt also, je weniger Schild er hat, umso stärker hauen wir beim nächsten Mal dann halt zu. So, wie gesagt, bla bla bla, können wir anzeigen. Stärke zählt sowohl als Gesundheit wie auch als Schaden. Das heißt also auch, wenn er jetzt weniger von denen hier hat und uns dann schlägt, dann haut er schwächer zu, weil er einfach keine Kraft mehr hat. Bedeutet, dass du nun 2 Schadenspunkte weniger bewirkst.
Wenn alle Stärke auf 0 reduziert wird, fällt er. Rüstung blockiert Stärkeschaden, kann jedoch durch Rüstungsangriffe zerstört werden. Ja, wenn du Rüstung zerstörst, machst du ihn halt empfänglicher für künftigen Schaden, ist klar. Er hat aber nur noch 5 Punkte, das heißt, wir können ihn also locker fertig machen. Ja, achso, Doppelklick. Ah, alles klar. Ich dachte, da war unten drunter noch so ein. Wenn du jemanden besiegst, wächst dein Ansehen, was du später verwenden kannst, um Leute zu verbessern. Kommen wir auch noch zu. Wenn dein Zug vorbei, der Gegner als nächstes dran wird, stets abwechselnd, auch wenn du in Unterzahl bist. Alles klar. Jetzt greift er mich an. Ja, mein Schildträger hat halt ziemlich viel Rüstung. Deswegen wird er jetzt nicht viel Schaden machen. So. Kriegsfalke ist am Zug. Ja, jetzt hier wird auch nochmal gesagt, man hat auch so eine Art Willenskraft. Mit der kann man auch, eigentlich könnte ich jetzt nur bis hier gehen. Wenn ich aber meine Willenskraft einsetze, dann kann ich hier, steht hier auch da, aber ich benutze 2 Willenskraft, um mich extra weit vorzubewegen. Ja, die ist jetzt hier auch runtergegangen von 8 auf 6. Jetzt bin ich aber weitergekommen und man hat jetzt auch verschiedene Spezialfähigkeiten. Kann man auf den hier raufklicken, der hat so einen Wirbelwind. Man sieht hier schon, man kann beide treffen. Die Fähigkeiten, ich weiß gar nicht, wie oft man die benutzen kann. Machen wir einfach mal. Wird eine Beschreibung der Fähigkeit in der Kurzform ungenutzt. Der Wirbelwind des Falken gestattet ihm, mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Yo. Bam. So. Das war ein kurzer Prozess mit dem Leibstein des Oberhaupts. Wenn nur noch ein Gegner übrig ist, wird bei den Spielern der Plündermodus aktiv. Dabei bewegt sich jeder Charakter der Reihe nach und es gibt keine garantierten Züge mehr. Überprüft die Initiative, um zu sehen, wie sich die Reihenfolge geändert hat. Ja, also dann ist, wenn ich jetzt eigentlich dran gewesen wäre, dann wird es übersprungen, damit er nochmal was machen kann. Ja, wenn sich ein Zug nicht bewegt, kriegt er Willenskraft, okay. Der macht nichts diesen Zug. Offenbar steckt das Oberhaupt in Schwierigkeiten. Den Schildträger kann die eigentlich nicht mit einem normalen Angriff legen, doch Willenskraft einsetzen, um den Schaden zu steigern. Ja, also ich könnte jetzt 8 Schaden machen. Er hat aber 9 Lebenspunkte. Das heißt, ich kann aber hier auch eine Willenskraft einsetzen. Und dann mache ich ein Pünktchen mehr Schaden. Und das reicht. Bäm. Sehr schön. Damit haben wir das Tutorial so gesehen geschafft. Unser Ansehen ist gestiegen. Tick, tick, tick. How did it come to this? We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more dreads to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his last. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal, I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Alle Toten hier. Oh, der sieht gut aus. Ja, also wirklich schöne Bilder bei dem Spiel. Die Musik ist auch richtig nice. Das ist jetzt der erste Teil. Es gibt auch schon einen zweiten. Und dann kommt auch noch ein dritter. So, ein Mann, der dir vertraut vorkommt, gesellt sich zu dir, als du aus der großen Halle kommst, er kommt direkt zur Sache. Bam! Leider nicht immer mit Untertitel, deswegen...
Eirik Vogt von Strand. Ich kümmere mich um die Geschäfte des Statthalters. Ja, Bürgermeister, Statthalter ist halt mehr oder weniger dasselbe. Und wir hier momentan, das wechselt ja immer ab zwischen zwei Hauptcharakteren in dem Spiel. Wir sind, wie gesagt, so eine Art Steuereintreiber oder irgendwas für den König. Aber für den König der Riesen. Ich glaube, die beschützen die Menschen oder irgendwas. Und da ist wie Schutzgeld, kann man sagen, glaube ich. Müssen wir mal rausfinden. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Also, Erik sagt jetzt Ubin, nicht wahr? Also, wir sind Ubin. Jetzt kann man hier natürlich aussuchen, was man macht. Ganz recht. Der Statthalter sagt, du würdest uns helfen. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Der Nachbar meint hier heute sägen zu müssen und bohren und keine Ahnung was. Nervt ein bisschen. So. Der Statthalter sagt, du würdest uns helfen. Ich war nicht direkt einverstanden. Ja, wir sind mal netter. Scheint recht chaotisch zu sein hier, Erik. War schon schlimmer. Wir haben diverse Eisen im Feuer. Was genau will er? Es sind ein paar Skalpfinge aus der großen Halle entkommen, in der ihr die anderen niedergemetzelt und das Horror besiegt habt. Der Statthalter ist dann interessiert, dass sie nicht zurückkommen. Ich hatte gehofft, dich auf dem Marktplatz bei den Docks zu treffen. Wenn es noch jemanden gibt, um den man sich Sorgen machen muss, weiß ich, wer uns das sagen kann. Zack. So, jetzt kommen wir hier so eine Art World Map. Das ist ja ganz schlecht zu erkennen. Hier ist der Markt. Hier oben sind wir. Und hier sieht man jetzt auch, hier ist unser Ansehen. Hier ist, wie viel wir gerade hier unterwegs sind. Also wir haben 32 Riesen bei uns. Das hier ist die Moral und hier haben wir so eine Art Versorgung. Wenn wir hier keine Versorgung mehr haben, ich weiß gar nicht, dann sterben halt die Leute nach und nach. Können wir hier schon irgendwo hin? Nee. Kann hier noch nicht ins Menü, nur in die Option. Nee. Mal hier unten. Jetzt haben wir eine Bewegung. Dann gehen wir mal zum Markt. Lass mich das machen. Du schlägst dich durch, Hausreihen mit offenen Fronten und verfallenen Verkaufsständen, buntes Segeltuch flattert auf, einem trüben Fluss, ein Mann wird auffällig bleich, als du dich ihm näherst. Hat, ich bin heute nicht in Stimmung. Wozu? Zur Diskussion mit Idioten, lol. Das Oberhaupt der Skyfing ist vor einer Stunde verblutet, hat. Wenn du mir also sagst, in welche Rattendarm die anderen zurückgekommen sind, versucht diesmal keiner dich umzubringen, lol. Ich rede nicht mit. Die reden nicht mit mir, lol. Jetzt kann man hier natürlich ein bisschen einschüchtern. Erik, brauchst du Hilfe hier? Eigentlich hoffe ich, dass du uns am Leben schwer machst. Hat, der offensichtlich schwitzt, hantiert mit irgendwelchen schmuddeligen Schnickschnack auf dem Tisch. Moment noch, kauf eins hiervon. Wenn mich jeder für ein Spion hält, was soll ich dann groß wissen? Nur ein bisschen Geld fürs Essen, ja? Wollen wir ihn bezahlen? Wollen wir mal lieb sein? Nö. Einschüchtern. Du bist Gunluf, ein Zeichen. Dein Riesengleib fühlt sich mit einem Mann aufbaut wie eine Schlange vor einer Maus. Gott, da Erik, du trägst ein bisschen dick auf, meinst du nicht? Wo sind die Skullfinger? Adeling, oben bei der Ostmauer, aber meine letzten sind Monate alt. Mhm. Hart schleicht sich auf einen Wink von Erik fort und holt Sachen aus seiner Hütte. Er geht eine Weile in Deckung, schätzt du. Was? Schätzt du, lol. Dein Leibwächter tritt vor. Ist hier unser Gunloof. Ist hier der, der hier so einen Wirbelwind machen kann. Sind wir hier fertig? Gunloof, hast du in der großen Halle grün getragen? Nein, ich habe sie einfach gekauft, als du herumgegangen bist. Warum? Lol, du siehst aus wie ein Frosch. Jawohl. Besser als eine Aubergine. Stimmt, da hat er anders ausgesehen, oder? Erik, dieser Mann von dir scheint bestenfalls unzuverlässig. Kein blinder Hund würde hart trauen, aber er war Skullfing. Wenn sie sich die Wunden lecken, tun sie das bestimmt in einem verstrauten Schlupfwinkel. Adeling ist eine Metschenke. Ich glaube, dass es ein ironischer Name ist. Hör mal, ich weiß einen, der gerne ein paar dieser Skullfing-Linien machen würde. Ich gehe ihn suchen, wir sehen uns dort. Sollten wir nicht irgendeinen Plan haben? Wo ist dieser Ort nochmal? Danach bin ich fertig hier. Das ist doch gar nichts. Na komm, du hast heute schon Schlimmes überstanden.
sorgt nur dafür, dass der Stadthalter an sein Versprechen denkt. Verdoppelt den üblichen Zehnt. Zehnt ist so die Währung, wie Euro oder Dollar. Ich erinnere ihn dran. Bam. So, jetzt müssten wir hier. Ach, hier. Das Miethaus. Lol. Könnt immer noch nicht ins Menü, okay. Ihr kommt vor Adeling an. Jedenfalls glaubst du, dass es Adeling ist. Kurz darauf erscheint Erik mit einem. Was? Wettergegerbten Gestalt. Wettergegerbten Gestalt. Ach du Jemini. Die als Walguard vorgestellt wird. Ich mache das, sagt Erik über die Schulter. Bereit? Bringen wir es hinter uns. Diesen Kampf lasse ich lieber aus. Du gehst durch den Vordereingang? Fragezeichen. Ach, bringen wir es hinter uns. Ach, ist hier Wargalt. Na, dann wollen wir mal. Wargalt tritt die Vordertür so hart auf, dass sie ohne Reparatur nicht mehr schließen wird. Als ihr die Halle betretet, steht Erik schon mit gezogener Axt an einer der Tische. Betrunkene Skalfinge bemühen sich mit aufgerissenen Augen, ihre Waffen zu finden, wobei sie Tische und Metkrüge umstoßen. Kommen wir jetzt hier zum nächsten Kampf. Man hätte hier auch den Kampf aussetzen können. Es kommt halt immer darauf an, was man halt antwortet. So. Ach genau, jetzt können wir hier, glaube ich, noch einstellen, wo die stehen sollen. Man muss ihn hier ein bisschen zurückhalten. Ja, eigentlich stehen die schon gut hier. Machen wir mal so. Ich hatte einen aufpassenden Kampf als diesen gehofft. Könnten ihn angreifen. Kann auch sehen, ich glaube. Er hat, glaube ich, sogar einen Range Attack. Weiß ich gerade gar nicht. Nein, okay. Also, lassen wir sie rankommen. Ich weiß gar nicht. Boah, der hat 8 von 6 Willenskraft. Na doch, ich lasse ihn mal rankommen. Rasten. Gucken, ob wir hier wieder so einen Wirbelwind kriegen. Lasse auch mal rasten. Na, ah, er kommt nicht ran. Perfekt. Gehen wir mal hier ein Stückchen vor. Zug beenden. Kommt auch nicht ran. Gehen wir mal hier hin. Aber ganz schön viele, ey. Huiuiui. So, jetzt sind wir mit ihm hier dran. Bringt eigentlich nichts, ob man von der Seite oder von hinten angreift, glaube ich. So, jetzt können wir entweder die Dings kaputt machen. Oh, er kann sogar hier doppelt angreifen. Bam. Tot. Oh, wir haben sich ein Schild gegeben. Geh mal hier hin. Ja, Distanz, Willenskraft. Wollen wir machen? Ich weiß gar nicht, ob es was bringt. Da kann nur einen machen. Machen wir mal sein Schild kaputt. Aua. Ja, schade. Aber wir können ihn noch fertig machen. So, das reicht auch. Bäm. Wir haben Schild angegriffen. Okay. Wie gesagt, man kann sich halt immer aussuchen, geht man aufs Schild oder geht man hier rauf. Wir machen mal hier. Weil dann hat er auch weniger Stärke und kann uns beim nächsten Mal. Au! Weniger angreifen. Eieiei, er kriegt jetzt aber doch ganz schön die Hucke voll hier. Ah, wir haben leider nur einen. Machen wir mal so.
So, jetzt machen wir aber mit ihm hier mal einen Wirbelwind. Ich glaube sogar, ich treffe meinen eigenen. So, mal gucken. Hä? Müssen unbedingt ihm hier helfen. Ganz schön auf dem Sack. Nein, töte ihn nicht. Wir müssen jetzt unbedingt den Typen hier töten. Bäm. Das kann sein, dass er dann angreift. Oh, toll. Mal gucken, ob der permanent tot ist. Weiß ich gar nicht. Bam. Nein. Und ein. Bin mal gespannt, ist er jetzt tot oder nicht? Sein Ansehen nimmt zu. Wurde im Kampf verletzt. Ding, 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 ding. Da sind sie, verdammt. Ich muss dieses Blut abwischen. Rick schaut aus dem Fenster der Halle auf die Bucht. Eine Flotte Langschiffe mit Segeln in kräftigen Rot und Blau nähert sich. Bam. Ein Banner ist mir vertraut. Wognir, Anwärter auf den Walsthron, also den Riesenthron, als wir zuletzt gesprochen haben. Die andere Flagge sieht wichtig aus. Ja, wichtige Gäste, siehst du, was mein täglich Brot ist. Ah, das gibt schon mehr Sinn. Du hast gehofft, ich wäre daran interessiert zu sagen, hier ist alles wunderbar, wenn die königlichen Gäste kommen. Nicht ich, der Statthalter. Ich muss jetzt die verwesenden Leichen und... Was? Und die Berge von Eingeweihten aus den großen Hallen kriegen, ehe sie reinkommen. Oh. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Worum geht es? Wenn du unsere Gäste unten am Dock etwas hinhalten würdest, hätte ich nichts dagegen. Bam. Vielleicht tue ich das. Erik und Valgard eilen aus der Metschenke zu seinen Ehren. Wirft Erik den Wirt etwas Silber wegen des Chaos zu. Du zuckst entschuldigen die Achseln und machst dich auf den Weg zum Docks. Bla bla bla. Ui, hier sieht man die ganzen Schiffe. Gehen wir mal zu den Docks. Wognir. Ein vertrauter Wal betritt die Docks. Du erinnerst dich an eine viel jüngere Version, die zähstrebig durch die Hallen von Grofheim marschiert ist. Götter Ubin, du siehst ja antik aus, lol. Es kommt vom Alter und wo Wognir ist, kann Harkon nicht weit sein. Ach nein. Presst du den... Was? Presst du den Arm und dumm immer noch Tribut ab, alter Fox? Jox? In welchem Alter verliert man eigentlich sein Schamgefühl? Jurogir verlangt es. Mir ist es lieber, als in Grofheim zu versauern. Wo wir schon reden, ich wusste nicht, dass du so weit von zu Hause weg bist. Ich bin eigentlich gerade aus Arberang zurückgekehrt. Und froh darüber. Harkon deutet auf die anderen Schiffe in der Bucht, deren Segel noch flattern. Ein goldener Wolfskopf auf rotem Grund, der König der Menschen oder ein Stellvertreter. Der Welpe des Königs. Der Sohn des Königs Ludin, weißt du nicht, Schreiber? Wir besuchen seine Hauptstadt, er besucht unsere. So schmiedet man heutzutage Bündnisse. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Lol. Ja, Harkon hat recht. Hatte ich fast vergessen. Gut, dass du hier bist, Harkon. Dann geht ihr zurück nach Grofheim. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich in Strand fertig bin und selbst dorthin unterwegs bin. Wir sollten uns zusammentun. Sollten wir einen Tag noch. Unter besseren Umständen würde ich eine Woche feiern, aber ach, bringen wir es hinter uns. Treffen wir uns morgen an den Toren. Er versucht zu sagen, dass der Prinz eine Augenweide ist. Leute.
Wo ist Mogri, Hakon? Lass ihn einen Ort suchen, an dem er den Krieger unterbringen kann. Ich treffe mich mit dem Statthalter. Kurz nach ihm geht eine Gruppe Riesen. Einige erkennst du, die anderen sind dir fremd. Ich gehe dann mal Mogri suchen. Wir sehen uns morgen früh, Schreiber. Ich werde da sein. Der junge Prinz der Menschen schleudert, was schlendert von seinem Schiff. Er klopft sich die Tunike ab und überblickt mit halb geschlossenen Augen den Strand. Ludin sieht genau aus wie jemand, der als Kind gerne Spinnen die Beine ausgerissen hat. Der lange Weg zurück nach Grofheim dürfte dieses Jahr interessanter werden als sonst, überlegst du. Also wir haben den Möchtegern-Prinzen, der irgendwann eventuell mal König wird, GG. Und aber unsere Leute, jetzt sind wir auch ein bisschen mehr gleich, wenn wir uns denn zusammentun. Plötzlich fühlst du dich müde, du kicherst drüber, wie seltsam der Tag war. Einer der Männer des Stadtteils in der großen Halle könnte dir einen Schlafplatz suchen. Andererseits, wenn du morgen zu Vogniers Karawane stößt, kann es nicht schaden, noch etwas Met mit Hakon zu trinken oder dich dem Prinzen vorzustellen, von dem so hohe Töne gesprochen wird. Ach, der Prinz ist mir egal. Dann gehe ich hier lieber mit den Hakon was machen. Schreiber, du findest Hakon umgeben von anderen Walen in der Metschenke. Es gibt immer Riesen im Strand. Strand ist die Stadt, glaube ich, aber selten so viele. Hakon winkt dich rüber. Na, gleich an die Getränke. Wogen hier ist derjenige, der sich was zu trinken entgehen lassen wollte. Ich war sowieso nicht in der Halle der Stadt eingeladen. Bla bla bla. Das Massaker hast du schon versäumt. Ich gehe jedes Jahr herum und ziehe Steuern ein. Dieses Jahr sind es die Menschensiedlungen, die Schwierigkeiten machen. Kein Wunder. Was war es denn diesmal? Als ich herkam, stapelten sich in der großen Halle schon die Leichen. Wir haben noch ein paar hinzugefügt. Ah, Menschen. Vermutlich wäre ich auch verzweifelt müde, was aus mir zu machen, wenn mein Leben so kurz wäre wie ein Koksfurz. Ich denke mal, die leben auch länger, die Riesen. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt, Hakon. Hakon kichert verhalten. Jeder Wal kennt seine Taten auswendig. Er ist berühmt für die Schneisen, die er im Zweiten Krieg an Wogniers Seite und seitdem immer wieder in den Reihen der Wüter geschlagen hat. Die Wüter, oder ich weiß gar nicht, wie sonst. In Englisch heißen sie irgendwie anders. Die sind halt die Bösen. Kann man so sagen wie tote Wanderer bei Game of Thrones, so ähnlich. Hier unten bin ich ein verehrter Leibwächter. Vielleicht hast du recht, ein weiterer Grund nach Grofheim zurückzukehren. Bald genug, kann ich mir denken. Du trinkst, bis die Mädchen erdrückend wird und gehst dann wieder in die frische Luft. So, dann machen wir hier erstmal kurz einen Cut. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche waren nicht zu laut. Ich habe über ein, zwei Stunden gewartet, dass der aufhört, aber der hört nicht auf. Wollte aber unbedingt noch ein, zwei Videos machen. Daher müssen wir damit jetzt mal leben. Wir müssen doch noch mit dem Typen reden. Oder können wir einfach gleich in die Great Hall springen? Ja, machen wir beim nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ich weiß noch nicht, ob es ein Angezockt oder Let's Play wird. Mal gucken. Aber an sich macht das Spiel schon Spaß. Sind schöne Zeichnungen, schöne Musik, tolle Story. Hoffe ich versemmel das nicht irgendwo und mache eine falsche Entscheidung. Werden wir mal sehen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit bei seid. Bis denn, der Chris. Tschüss.